Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Slime Ranger. Ja, wo sind wir stehen geblieben das letzte Mal? Ah, okay, das hat sich irgendwie verändert. Habe ich da was verpasst? Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. So, wir kümmern uns erstmal wieder um den ganzen Schissel hier. So. Ja, zur letzten Folge, oder beziehungsweise diese Aufnahme jetzt ist anderthalb Wochen nach der letzten Folge. Oder nach der letzten Aufnahmesession. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Aber das kennen wir ja mittlerweile von mir. So, wir nehmen hier die ganzen Minzmangos mit. Und hier, und hier, und hier, und hier. So. Die hauen sich Minzmangos im Kopf. Mal so. Und hier auch noch so ein paar. So. Sammeln wir den ganzen Schissel mal ein. So. Wir wollten in das Labor, aber dafür wollte ich einen Teleporter setzen. Und dafür brauchen wir noch ein anderes Gedöns. Und gucken wir doch mal, ob wir das zusammenkriegen. Bringen wir das mal hier rein. Gut. Und was haben wir hier? Uröl. Braucht mir das? Ich weiß es nicht. So. So. Dann hier. Warp-Technologie. Pinker Tiefensohle fehlt uns. Wo kriegen wir Tiefensohle her? Oder Indigonium? Oder Lavastaub? Ach nee, das ist, das ist nur ein Depot. Also Indigonium oder Tiefensohle brauchen wir. Ist die Frage, wo kriegen wir das her? Na, die Schatzkiste hatten wir schon geöffnet. Jo, gute Frage. Naja, komm. Habt ihr noch zu futtern? Karotten habt ihr, okay. Ah, stimmt, die wollten ja mit diesen verzwickten Zwiebeln. Wollten wir die ja füttern. So, Quaderbeeren. Packen wir hier mal rein. Haben die noch zu futtern? Ja, haben sie. So. Wir ernten jetzt erstmal wieder ganz normal alles. So. So. Einmal alles abernten. So. Drüben noch schnell. So. Haben wir auch. Dann machen wir die Karotten hier in den Futterspender gedöns. So. Und die hauen wir den so an den Kopf. Okas packen wir jetzt bei denen hier rein. So. Gut, dann wollte ich hier nochmal kurz reingucken. Gibt es hier irgendwas Neues? Nein, leider noch nicht. So.
was bringt uns denn im Moment richtig schön viel Kohle? Die Wasserdinger, aber davon haben wir nur ganz wenige. Jäger und, ja gut, Gold, ist klar. Kristall. Verkaufen wir mal so Fuffi Kristall und ein paar Jäger-Plorts. Haben wieder ein bisschen Geld. So. Wow, danke. Ah, gleich haben wir 50. So. Und Jägerplots. Nur 29? Lol. Okay. Dann ist das so. So. Ah, da haben wir wieder 12.000. Sehr schön. Okay, irgendwie sieht das alles ein bisschen anders aus, habe ich das Gefühl. Kam das durch ein Update oder durch diesen komischen Belohnungsclub, den es hier gibt? Ich weiß es nicht. Okay, was ist das denn? Ich bin für ein wenig Tauschrausch. Das und das. Was ist das? Wie viel wollen die Felsplots? 4. 4 Felsplots und 2 Phosphor, okay. Gucken wir mal, was uns das bringt. Hühnchen? Ach, Pogofrucht, toll. Ist ja langweilig. Ah, kommt, ihr fresst da bestimmt Hühner, oder? Frucht und Fleisch, steht sogar Frucht dran. Und... okay. Lol. Muss ich nicht verstehen, oder? Gut. Hier haben wir Spielzeug. Dann gehen wir mal unsere Wasserslimes besuchen. Wir können uns natürlich auch hier nochmal nach ein paar Schatzkisten umgucken. Vielleicht finden wir so dann irgendwo Tiefensohle. Was geht bei euch? Moin. Ja, ich hätte schon gern einen höher entwickelten Schatzknacker, aber keine Ahnung wie. So. Hier vielleicht irgendwo noch ein Schatz. Komm, hoch, 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 hoch. Gut. Geh weg. Wir sind wahrscheinlich schon so oft an Schätzen und sowas vorbeigelaufen, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keinen Schatzknacker. Und jetzt finde ich sie nicht mehr. Richtig gut. Jo, okay. Müssen wir noch einen Gordo füttern. Aber hier scheint auch keiner mehr zu sein. Dann gehen wir da drüben auf die Insel. Gucken dann da nochmal. Die Karotten können auch weg. Brauchen wir nicht. Okay. Okay, ich muss kurz warten, bis meine Energie wieder aufgefüllt hat. Jetzt. Gleich. Ja, nicht da runterfallen, danke. Hier haben wir noch Wasserslimes, die nehmen wir mit.
Ist noch einer. Noch einer. Felsblatt kann weg. Phosphorblatt kann weg. Gut. So, wir springen mal hier hoch. Es gibt bestimmt noch irgendwo Schatzkisten, die ich übersehen habe. Aber nun ja. Wo könnte denn noch eine sein? Danke. Einmal kurz einen Überblick verschafft. Und her. Wo ist er? Okay. Aber irgendwo ist wohl noch einer, aber ist mir jetzt egal. So, wir laufen weiter hier lang. Hier noch irgendwo was. Nö. Irgendwo. Hier scheint auch nichts zu sein. Toll. Danke. Nee, gut. Dann ist hier anscheinend auch nichts mehr. Schade. Der Pink Slime kann direkt wieder weg. Ach, hier in das Wasser darf ich sogar rein, lol. Das wusste ich gar nicht. Springen wir mal hier hoch. Keine Energie mehr, toll. Ganz klasse. Moment warten. Komm hoch. Danke. Küken. Wir waren ja eben schon. Oh, Phosphor. Süß. So, dann einmal wieder zurück. So, Moment warten. Und kurz nach Hause. Beziehungsweise zu den Docks, zu unseren Pfützen-Slimes. Gibt es echt keine Schatzkapsel mehr? Das ist ja behindert. So. Oh, nein, nein. Oh, ich dachte schon. Wie viele haben wir hier drin? 4. Okay. Teich. Kaufen. So. Ganz viele Pfützenblots. Wow. Das sind wirklich viele. Ups. Na gut, komm, machen wir das so. Nein! Nein! Nicht rausfallen. Was ist denn los mit euch? Alter, was bouncen die denn hier auf einmal so komplett ab? Was ist denn los? Zählt das als drin oder als draußen?
Alter, was ist denn... Ey, was ist denn los heute? Ja, jetzt sind sie alle drin. Meine Güte, das war aber auch eine schwere Geburt jetzt. Seit wann bouncen die denn so über die Wasseroberfläche? Das ist kein Stein, den ich da flitschen lasse. Meine Güte. So. Und die verkaufen jetzt einfach. So. Das kostet hier die nächste Stufe 25.000. Alles klar, cool. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder ein Abo oder einen Kommentar. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.